Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr so schnell wie möglich die Goldtarnung erspielen könnt und was da alles zu beachten ist. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende des Videos natürlich sehr gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo für mehr Videos von mir in der Zukunft. Ich habe gesehen, dass ca. 50% der Leute, die meine Videos gucken, nicht abonniert haben. Also wenn ihr euch öfters meine Videos anschaut, dann könnt ihr euch ja überlegen, meinen Kanal zu abonnieren und wichtig natürlich auch Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. So, wir gehen jetzt hier einmal rein. Ich bin, by the way, schon Max-Level und habe 6 Waffen auf Gold gespielt, ohne Neffen-Lobbys. Und ich zeige euch jetzt, was hier zu beachten ist. Wir schauen uns jetzt einmal die Sturmgewehre an. Wir gehen rein. Das ist jetzt hier beispielsweise die MTZ. Und wir gucken uns die Tarnung an. Wir müssen bei jedem Sturmgewehr erstmal die Basistarnung absolvieren. Das heißt, erreiche 50 Abschüsse mit einem Sturmgewehr. Das ist bei jedem Sturmgewehr gleich. Das sind 50 Kills und das kann man einfach easy machen. Ich denke mal, hier gibt es keine großartigen Tipps für euch. Könnt ihr da machen, wo ihr wollt. Und hier haben wir 50 ZV-Abschüsse. ZV-Abschüsse sind Abschüsse, während du reingezielt bist. So spielst du ja sowieso meiste Zeit. Dann hast du hier die dritte Basistarnung. Hier musst du 15 Headshots machen. Ist auch sehr, sehr easy. Kein Problem. Und dann haben wir hier, erreiche 25 Abschüsse mit der taktischen Haltung. Falls ihr nicht wisst, was eine taktische Haltung ist, zeige ich euch das einmal ganz kurz. Und zwar gehen wir hier in den Schießstand rein. Wenn ihr jetzt L2 drückt und einmal das Steuerkreuz nach unten, dann seid ihr so in der taktischen Haltung und dann bleibt das auch so. Das heißt, wenn ihr jetzt L2 drückt, seid ihr wieder in der taktischen Haltung. Und ihr müsst halt einfach so 25 Kills machen in den Games. Das ist halt quasi ein Hybrid zwischen reingezielt und aus der Hüfte. Und da gibt es ein kleinen Trick. Wenn ihr jetzt auf Laser geht, dann ganz weit nach rechts könnt ihr diesen Laser hier reinpacken. Und zwar habt ihr hier mit mehr Präzision, während ihr die taktische Haltung benutzt. Kann ich sehr empfehlen. Nachteil ist hier natürlich, dass der Laser für die Feinde sichtbar ist. Falls ihr das nicht wollt, dass der Laser für die Feinde sichtbar ist, dann könnt ihr auch diesen hier nehmen. STOVLDR Laserbox. Damit habt ihr zwar nicht so eine gute Präzision wie mit diesem Laser, aber damit funktioniert das Ganze auch sehr, sehr gut. Wir packen uns hier einmal diesen Laser hier rein und gehen in den Schießstand rein. So sieht das Ganze aus. Steuerkreuz nach unten und man hat viel bessere Präzision, wie man das sehen kann. Natürlich auf Long Range nicht so leicht. Und die Kills aus der taktischen Haltung könnt ihr machen, wo ihr wollt. Ich persönlich spiele immer gerne Abschuss bestätigt und Herrschaft. Und dann habt ihr auch die letzte Basistarnung erreicht. Das heißt, ihr habt dann Gold freigeschaltet. Und für Gold müsst ihr hier Folgendes machen. Ihr müsst 10x3 Abschüsse mit einem Magazin machen. Hier ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr euch hier ein etwas größeres Magazin reinpackt auf jeder Waffe. Hier in diesem Fall habe ich hier das 50 Schuss Trommelmagazin drin und damit könnt ihr dann reingehen und dann die Kills machen. Also eigentlich sehr, sehr leicht. Kommen wir jetzt zu den Kampfgewehren und zwar müssen wir hier folgende Challenges absolvieren und zwar 50 Abschüsse als erstes. Ich denke mal, da gibt es keine Tipps für. Dann haben wir 50 vollautomatische Abschüsse. Ihr könnt den vollautomatischen Modus wie folgt aktivieren. Wir sehen uns hier im Schießstand. Wir sehen unter der Waffe rechts bei diesem Symbol einmal Steuerkreuz nach links. Jetzt seid ihr im Einzelschussmodus, also im halbautomatischen Modus und dann wieder Steuerkreuz nach rechts. Jetzt seid ihr im vollautomatischen Modus. Also der vollautomatische Modus war sowieso schon von Haus aus aktiviert hier bei den Kampfgewehren. Und ja, dann müsst ihr so die Kills einfach machen. Sehr, sehr easy. Dann die dritte Basisherausforderung. Erreiche 10 Abschüsse, während du durch ein Zielfernrohr schaust. Hier auf Visiere gehen, ein Zielfernrohr einstellen und dann habt ihr diese Basisherausforderung auch geschafft. Die vierte Basisherausforderung ist, erreiche 15 Abschüsse per Kopfschuss, also einfach Headshots machen. Das könnt ihr machen, wo ihr wollt. Hardcore-Modus oder der normale Modus, ist komplett egal. Und für die Goldtarnung müsst ihr hier 3 Abschüsse mit einem Magazin machen und das 10-mal, also genau dasselbe wie bei den Sturmgewehren.
Und hier wichtig natürlich, ein etwas größeres Magazin reinzupacken. Kommen wir jetzt zu den MPs. Und zwar müssen wir hier Folgendes machen für Gold. Ich habe die Striker hier auch schon auf Gold. Und zwar, erste Basisherausforderung, erreiche 50 Abschüsse mit der Striker. Zweite Basisherausforderung, 25 Abschüsse aus der Hüfte. Hier ist es ganz wichtig aus der Hüfte, dass ihr wieder ein Laser reinpackt, womit ihr einfach besser aus der Hüfte schießen könnt. Hier beispielsweise dieser hier, Hipshot L20, kann ich empfehlen. Ist zwar für die Feinde sichtbar, aber wenn ihr damit klarkommt, könnt ihr das benutzen. Oder den Point G3P. Einfach einen Laser benutzen, womit ihr einfach besser aus der Hüfte schießen könnt. Und dann könnt ihr hier die 25 Kills auch easy schaffen. Dann haben wir hier die dritte Basisherausforderung. 10 Abschüsse, während du geduckt bist, beziehungsweise während du rutschst. Das ist auch sehr, sehr easy. Hier bei der vierten Basisherausforderung musst du 15 Abschüsse machen, während der Gegner von einer Taktikausrüstung betroffen ist. Das heißt, ihr packt euch hier Betäubungsgranaten rein, blendet die Gegner und während sie dann geblendet sind, müsst ihr sie killen. Mit der Täuschgranate hat es bei mir nicht funktioniert, deswegen kann ich hier die Betäubungsgranaten empfehlen. Wichtig hierfür ist, dass ihr die Technikerweste reinpackt, weil mit der Technikerweste habt ihr zwei Betäubungsgranaten und wenn ihr die Technikerweste nicht habt, dann habt ihr nur eine. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist ein sehr wichtiger Tipp, um die vierte Basisherausforderung hier zu schaffen. Und dann habt ihr schon die Goldherausforderung freigeschaltet. Hier musst du 10 Abschüsse ohne Schaden zu erleiden machen. Das ist auch sehr, sehr einfach. Jetzt geht's weiter zu den Schrotflinten. Gucken wir uns einmal an, was man bei den Schrotflinten machen muss. Und zwar als erstes 50 Abschüsse. Dann musst du 50 Abschüsse aus der Hüfte machen. Wie gesagt, immer wenn ihr Abschüsse aus der Hüfte machen müsst, dann geht auf Laser und packt euch einen Aufsatz rein, womit ihr einfach höhere Präzision aus der Hüfte habt, wie ich euch das eben gerade gezeigt habe bei den MPs und auch bei dem Sturmgewehren aus der taktischen Haltung. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann geht es deutlich schneller. Dann haben wir hier die dritte Basisherausforderung. 10 ZV-Abschüsse, das heißt, während ihr reingezielt seid. Und dann haben wir hier die vierte Basisherausforderung. Erziele 15 Doppelabschüsse mit der Lockwood 680. Falls ihr das im normalen Modus zu schwer findet, könnt ihr, wie gesagt, auch immer in den Hardcore-Modus gehen. Da könnte es eventuell sein, dass es da ein bisschen einfacher geht oder ihr dort das einfach besser könnt. Dann haben wir die Gold-Herausforderung. Erreiche ohne zu sterben 2 Abschüsse kurz nach dem Sprinten. Also Sprint zum Schusstempo aufsetze kann ich hier sehr empfehlen. Weiter geht's mit den LMGs. Gucken wir uns einmal an, was man bei den LMGs machen muss. Und zwar als erstes 50 Abschüsse mit einem LMG. Das ist für jedes LMG gleich. Dann haben wir 10 Durchdringungsabschüsse. Das sind Abschüsse durch eine Mauer oder sowas. Oder wenn ein Gegner sich irgendwo hinter versteckt. Also quasi Wallbangs müsst ihr hier einfach machen. Das sind 10 Stück. Das kriegt man auch hin. Dann haben wir hier, erreiche 10 Abschüsse mit allen Aufsätzen mit der Pulmiot 762. Das heißt, ihr müsst einfach 5 Aufsätze auf der Waffe haben, um hier diese Herausforderung abzuschließen. Und dann haben wir hier die vierte, erziele 10 Doppelabschüsse, also 2 Abschüsse schnell hintereinander, damit ihr die Doppelabschussmedaille bekommt. Und dann habt ihr hier schon die Goldherausforderung freigeschaltet, erreiche 10 mal 2 Abschüsse, ohne den Abzug loszulassen. Also reinzielen, schießen. Und so lange gedrückt halten, bis du den zweiten Kill gemacht hast. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Falls euch das zu schwer ist im normalen Modus, im Hardcore-Modus, wird das wahrscheinlich etwas einfacher gehen. Dann geht's weiter mit den DMRs. Gucken wir uns einmal an, was man hier für die DMRs machen muss. Und zwar als erstes 50 Abschüsse mit einer DMR. Danach 50 Headshots mit einer DMR. Kann ich auch im normalen Modus hier sehr empfehlen. Dann haben wir hier, erreiche 10 Abschüsse ohne Aufsätze. Ist, denke ich mal, selbsterklärend. Dann haben wir hier, erreiche 15 mal 2 Abschüsse ohne zu sterben. Und dann habt ihr die Basisherausforderung abgeschlossen. Also sehr, sehr einfach hier. Und für die Goldherausforderung müssen wir 10 Abschüsse mit einem Laseraufsatz machen. Ja, hier einfach auf Laser gehen, irgendeinen Aufsatz auswählen und dann 10 Kills machen. Auch sehr, sehr einfach hier die DMRs. Dann bei den Scharfschützen müssen wir Folgendes machen. Die erste Basisherausforderung ist wie immer 50 Abschüsse. Dann haben wir, erreiche 50 Abschüsse kurz nach Verwendung der ZV. Das heißt, ihr müsst reinziehen mit der Sniper, 1 oder 2 Sekunden warten und dann müsst ihr jemanden killen. Also ihr dürft nicht
allzu lange im Scope drin bleiben. 50 Stück davon. Dann haben wir hier, erreiche 10x 3 Abschüsse mit nur einem Magazin. Wie gesagt, hier ist wichtig, ein etwas größeres Magazin reinzupacken, damit ihr das schafft. Und dann haben wir hier, erreiche 15 Einschussabschüsse. Also schön auf den Oberkörper bzw. auf den Kopf zielen, damit der Gegner auch mit einem Schuss stirbt. Das ist auch sehr, sehr fair, die ganzen Basisherausforderungen. Dann haben wir die Goldherausforderung, erreiche x-mal 10 ZV Fokusabschüsse. Fokusabschüsse sind, wenn du die Waffe in der Hand hältst und dann deinen Atem anhältst. Auf dem Controller ist es L3 oder R3. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube L3 ist es. Also einen Stick reindrücken, dann hält er den Atem an und dann bist du im Fokusmodus sozusagen und kannst hier 10 Abschüsse machen und dann hast du Gold freigeschaltet. Und dann sind wir auch schon fertig mit den Primärwaffen. Bei den Sekundärwaffen gucken wir uns einmal an, was wir für die Pistolen machen müssen. Und zwar haben wir hier einmal 50 Abschüsse mit einer Pistole. Dann haben wir 50 ZV-Abschüsse, also Abschüsse, während wir reingezielt sind. Dann haben wir erreiche 10 Abschüsse in Bewegung mit der Core 4-5. Das heißt, du darfst nicht still stehen bleiben, sondern dich ein bisschen nach links, rechts bewegen und so den Gegner killen. Davon 10 Abschüsse oder während du rutscht oder wie auch immer. Dann haben wir hier, erreiche 15 Abschüsse mit einem Akimbo-Aufsatz. Also irgendwann schaltet ihr hier bei den Pistolen einen Akimbo-Aufsatz frei und damit müsst ihr dann einfach 15 Kills machen. Und dann haben wir hier die Goldtarnung, erreiche 10 Abschüsse ohne Schaden zu erleiden. Ist, denke ich mal, selbsterklärend. Sehr, sehr einfach, die ganzen Herausforderungen. Also lohnt es sich, denke ich mal, hier auch auf die Tarnung zu gehen. Dann haben wir hier Werfer. Gucken wir uns hier einmal an, was wir hier machen müssen. Und zwar gibt es hier nur eine Basisherausforderung. Wir haben hier 25 Abschüsse mit dem Werfer. Und dann haben wir hier die Goldherausforderung. Erreiche 10 Abschüsse durch einen direkten Treffer. Das heißt, du musst den Gegner wirklich direkt treffen mit deiner Granate und das musst du 10-mal machen. Ist, denke ich mal, nicht so leicht, aber kriegt man hin. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier nur noch die Nahkampfwaffen. Und zwar müssen wir hier Folgendes machen. Es gibt hier auch nur eine Basisherausforderung und zwar einfach 50 Abschüsse mit einem Messer. Ist sehr, sehr easy. Hierfür müsst ihr dann gewisse Extras reinpacken, damit ihr euch schneller bewegt, wie beispielsweise die Laufschuhe. Verlängert die Dauer des Taktiksprints, ist sehr, sehr wichtig bei dem Messer und beschleunigt die Erneuerung. Hier kann ich auch die Ghost-Tarnung empfehlen, damit du nicht erkannt wirst, wenn Drohnen da sind. Aber ich denke mal, das kriegt hier auch jeder hin, diese Basistarnungsherausforderung, 50 Abschüsse mit einem Messer. Und dann haben wir hier die Goldherausforderung, erreiche 10 Abschüsse bei von einer Taktikausrüstung betroffenen Operator. Das heißt, ihr packt euch hier wieder die Technikerweste rein, damit ihr 2 Betäubungsgranaten habt, werft die Betäubungsgranaten und wenn die Gegner dann gestunt sind oder betäubt sind, dann lauft ihr hin und messert die Gegner. Das ist nicht ganz so leicht, aber es geht und mit Hilfe von den Laufschuhen und dieser Ghost-Tarnung seid ihr, denke ich mal, ganz gut bedient. Und dann schafft ihr das Ganze auch. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Also, es ist wirklich sehr, sehr einfach, die ganzen Tarnungen freizuschalten. Es ist nicht schwer und ich denke mal, es lohnt sich hier, Gold auf allen Waffen freizuschalten. Ich persönlich spiele hier immer Herrschaft, Abschluss bestätigt und Stellung. Manchmal nehme ich auch Stellung raus. Also, diese beiden Modi gefallen mir persönlich am besten für den Camo Grind. Und wenn ihr die ein oder andere Herausforderung nicht schafft, dann probiert vielleicht mal Hardcore. Vielleicht hilft euch Hardcore hier. Dann könnt ihr hier auch auswählen, Hardcore-Herrschaft oder Hardcore-Abschluss bestätigt. Und das sind meine Lieblingsmodi hier für den Tarnungsgrind. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie viele Waffen habt ihr schon auf Gold? Ich persönlich habe 6 Waffen jetzt auf Gold und ich werde heute weitermachen. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch schon live. Kommt da gerne rein in den Livestream. Like gerne das Video, falls euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da für mehr Videos von mir in der Zukunft. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder im Livestream. Haut rein, Leute, und ciao.